Hallo und willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U. Heute wieder zurück im Minzmeer und uns steht ein ziemlich interessantes Level, bevor zumindest sieht es danach aus. Nämlich ist es Minzmeer Geisterhaus, beziehungsweise Geisterschiff Buhus in Seenot. Oh mein Gott, es sieht interesting aus. Ein Geisterschiff und okay, ich sehe schon direkt, was das Konzept dieses Levels ist. Nämlich böse Wände, die... Und Blöcke, die... Will er mich angreifen, der Block? Hätte er mich verletzen können? Also wir können schon mal durch Wände durch. Schön, dass das jetzt direkt gezeigt wird. Ist das so ein bisschen das Gimmick von diesem Level ist irgendwie? Die Blöcke greifen einen tatsächlich scheinbar irgendwie an. Ah, oh Gott, das wird ja ein stressiges Level. Kann man hier überall durch, oder was? Da nicht. Oder beschützt er irgendwas? Jetzt ist natürlich jetzt absolut prädestiniert für ein... Na, komm mal her. Für ein Secret Exit. Ne, aber da geht's nicht durch, okay. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Also ich bin mir 100% sicher, dass die hier irgendwo ein Secret Exit einbauen. Ich werde extra aufmerksam aufmerksam nachschauen. Hier ist jetzt nämlich... okay. Der Pfeil zeigt nach da. Ich gehe mal davon aus, dass das... stimmt, dass das da drüben der richtige Weg ist. Also gehen wir erstmal. Nevermind. Oder geht's da noch weiter? Nee. Okay, wir sehen aber, dass dieser Block da unten auch durchlässig wäre. Theoretisch gut. Bald bei meinem Hinterkopf. Vielleicht brauchen wir das noch später. Hier bräuchten wir einen Pilz. Oder auch nicht. Wir können auch einfach hier reinhüppen. Und dann gibt's ein Leben. Na gut, das ist doch auch ganz nett. Das würde ich sogar ganz gerne... haben. Schade. Diese Stangen sind die neu in NSMBU? I don't really know. Fuck ist, die sind natürlich ganz nice Elemente. Oh Gott. Okay, wohin jetzt? Ins Wasser? Ich glaube besser nicht, ne? Nee, ist keine gute Idee hier. Ich frage mich wirklich, ob mich die Blöcke töten könnten. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das so ist. So, wohin muss ich denn? Ich bin gerade leicht verwirrt, aber nur ganz, ganz leicht. Wir hatten doch gerade eben noch einen Block. Ach, der ist hier. Okay, wir bleiben mal auf dem Block und gucken mal, wo der uns hinführt. Es ist sehr verwirrend. Das Level. Es ist sehr, sehr verwirrend. Immerhin, haben wir bisher schon einige ge... Ah, warte mal. Das konnte man sehen, weil die Box da hat Risse. Daran kann man es also scheinbar erkennen. Heißt das, dass die Blöcke mit Rissen immer durchlässig sind? Kann man das daran erkennen? Das würde bedeuten, dass wir dadurch diesen Holzpfahl auch hindurch können. Nee, nicht unbedingt. Was seid ihr denn? Ach, guck mal. Die Geisterringe aus, was, SMW? Lucy jetzt in High Definition. Ach Mann, ey. Wasserphysik. Ah, da oben geht's gar nicht lang. Ah, mein Gott. Ich muss gerade erstmal deren Muster ganz kurz verstehen, aber dann geht's. Da ist Starcoin Numero dos. Guck, mit hunderten Jugos und verbrennt mein Dorf. Sogar keine Fake Starcoin. Steak-Farcoin wahrscheinlich, oder? Oh, lol, hier geht's weiter. Okay, wir behalten das im Hinterkopf. Dass unten theoretisch noch etwas hätte sein können. Oh Gott, ey, ist das... Das ist ein... Hold on. Jetzt... Aha! Okay, aber wenn man einfach wirklich jede Wand überprüft... Dann geht das hier ganz gut klar. Kann ich nochmal hoch, bitte? Kann ich tatsächlich? Ist da... Nee, da ist zu. Okay. Ich teste hier. Ich check hier alles aus, ne? Ich check hier alles aus. Ich bin... Wie gesagt, ich bin der Meinung... Moment. Ah, verdammt. Hä? Aber da oben ist nichts.
glaube auch keinen Checkpoint, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Da oben ist jetzt nichts. Ich meine, warum war da ein Bu? Da ging es doch hoch, oder nicht? Es gab kein... Mich verarschen? Na gut, dann sehen wir uns halt gleich wieder. Ach, das ist doch unnötig. Jetzt muss man den ganzen Mist nochmal machen? Ach, come on. Okay, ich bin wieder hier. Und nach wie vor, da oben ist halt ein Bu. Nur die Frage, ist da wirklich nichts? Es kommt mir sau unrealistisch vor, dass da nichts ist. Aber da scheint echt nichts zu sein. Oder man kann es nicht erreichen. Oh, warte mal, stopp. Ich bräuchte mal ein Item. Das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe mich ein bisschen dumm treffen lassen unterwegs. Vielen Dank. Der Bu hat auch Spaß, ne? Oh, da ist noch einer. Wow. Also. Hä, was? Boah, ich dachte gerade, ich bin gefangen jetzt. Wait. Hä? Ist das jetzt der richtige Ausgang? Oh, das sieht aber geil aus. Das sieht richtig gut aus, Mann. Das ist der normale Ausgang. Hä, aber da war doch gerade noch eine rote Röhre? Wäre der untere... Nein, das kann doch nicht sein. Das ist der untere, die untere Tür? Ist das der richtige Weg gewesen? Also der Secret Exit? Das, ich meine, der war doch der offensichtlichere Weg. Hä? Also das ist ja verwirrend. Jetzt muss ich nochmal in das Level reingucken. Bis gleich. Moment mal. Also das Ding ist, hier muss irgendwas... Aha, hier muss irgendwas sein. Wisst ihr, wie ich drauf gekommen bin? Weil dieser Bu, der ist doch da nicht ohne Grund. Wieso würde man einen Bu da oben hin platzieren, wenn der nicht irgendwas bewacht, sozusagen? Und das scheint genau das zu sein. Ja, guck mal, hier ist nämlich die rote Röhre. Alter, das hat jetzt echt eine ganze Weile gedauert, bis ich das gefunden habe. Vor allem bin ich auch unterwegs nochmal. Das sieht echt cool aus. War noch dreimal gestorben oder was? Oder viermal? Keine Ahnung. Ach. Nerviges Level, vor allem, dass es keinen Checkpoint gibt, finde ich ein bisschen blöd. Vor allem, wenn man gerade am Anfang bei dieser Sektion, wo immer diese Blöcke durch die Gegend fliegen, gerne noch einfach mal warten muss, bis man das richtige Timing hat. Und das ist halt irgendwie stressig. Okay, wo führt denn uns das hin? Okay, zu einem Bodenranken-Level. Also ich kann jetzt knapp 8 Minuten vor meiner Aufnahmezeit abziehen. Gut zu wissen. Minzmeer, Bodenranke, Wachstumsschub. Okay. Ein Wolkenlevel, ah ja. Mit der Eichel, sehr gut. Ich brauche jetzt was Entspannendes, ne? Nach dem Geisterschiff. Ihr habt mich davor gewarnt auf Discord, glaube ich. Hatte Homepage, glaube ich, mir das geschrieben. Dass ich damit sehr viel Spaß haben werde und, kann man schon so sagen. Deswegen ist es gerade ganz nett, wieder mal ein freundliches, lustiges, niedliches Mario-Level zu spielen. Warum sind da Münzen? Geht's hier weiter? Was einen nicht nerven will. Na, wobei, vielleicht will ein das Level hier nerven. Ich weiß es noch nicht genau. Dafür habe ich es jetzt zu wenig
gesehen. Ich sehe hier eine Starcoin. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die Eichel einem hier eine große Hilfe ist. Huch, Gumbas mit... Oh, das ist süß. Das ist tatsächlich irgendwie cute. Bisschen Geld noch für mich. Danke. Sieht ein bisschen komisch aus, wie Mario auf den Blättern steht, finde... Was? Oh, hier war eine Starcoin. Auf den Blättern steht. Sieht so ein bisschen cheap aus irgendwie. Einfach so, so eine PNG in den Hintergrund geklatscht, aber... Na gut. Passt schon. Das ist halt der Artstyle, ne? Man kann damit ein bisschen was entschuldigen mit dem Artstyle. So, eine Starcoin fehlt noch. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo in die Wand... Nö, gar nicht. Nichts mit Wand. Ich glaube, die würde man alternativ mit den Goombas kriegen, ne? So auf die Goombas drauf hüpfen. Dann kommt man an die Starcoin auch ran, wenn man keine Hörnchen mehr hat. Aber hier fliegen so viele Kollegen rum. Einer von denen muss einem doch was geben. Ah, einfach oben raus, okay. Secret Exit kann es dir ja hoffentlich nicht geben. Ich weiß es nicht. Gibt es Secret Exits in Secret Exit Level? Ich hoffe nicht. Gerade mal einen Schluck trinken. Mein Hals ist ein bisschen am Kratzen gerade. Sehr professionell. Und das gibt jetzt einfach einen weiteren Weg in Richtung der Dschungelwelt. Ja, eine Abkürzung. Oh, das sieht aber auch bedrohlich aus. Ich rieche Geisterhäuser. Nee, es geht sogar bis zur Wolken. Nee, bis zur Gebirgswelt. Was zur Hölle? Ist ja der Ultra-Shortcut. Speichere das mal. Aber wir machen natürlich nicht da weiter. Wir gehen wieder zurück. Ewig langer Weg mal wieder. Und ich würde sagen, ein Level machen wir heute noch, weil bisher hatten wir heute nicht viel. War aber dafür dementsprechend aufwendig. Hier geht es nämlich weiter. Ich weiß jetzt nicht. Gehen wir nach unten erstmal. Vorsicht vor den Cheep Cheeps. Und da ist ein Baby Yoshi, den nehmen wir natürlich mit. Das ist ja gar keine Frage. So. Was haben wir hier? Binsmeer 4. Eigluckgluck. Oder Igluckgluck. Igluckgluck? What? Yoshi, du musst mir ganz... Du bist der Ballon Yoshi, ne? Ja, alles klar. Du musst mir mal ganz dringend helfen, du. Wir haben sonst ein ganz großes Problem. Die kannst du vielleicht nicht fressen, ne? Die fetten Kollegen. Aber da geht's in die Wand rein, das sieht man. Das sieht man. Ja. Da haben sie... Oh, die haben sogar hier so ein bisschen... Guck, das mal. Die haben sogar auf diese Holzbrücke so ein bisschen Gras gepackt, dass das nicht so auffällt. Aber man sieht es natürlich trotzdem. Aber es ist ein nettes grafisches Detail. So, da unten geht es... Ah, verdammt. Den Koopa brauche ich. Aber lol, was? Hä? Ja, lustig. Wie soll ich denn da rankommen? Ach... Idiotenkind. Nein, ach. Ach, Mann, scheiße. Kann ich zurück zur Karte, bitte? Warum geht das nicht? Ach Mann. Dann kill ich mich jetzt. Los. Töte. Oh, eine Starcoin. Hallo. Ist das die erste Starcoin? Achso, na du, dann ist ja alles okay. Dann brauche ich gar keine. Dann bleibe ich drin. Ich hätte gedacht, dass ich für den Mini-Pilz für die erste Starcoin brauche. Hatte keine Lust, das Level von vorne anzufangen. Gut, Baby Yoshi wurde. Ja, gut, okay. Goomba, ich brauch dich mal. Ich brauch dich mal. Komm her, komm her, komm her. Ich brauch doch den Mini-Pilz. Surprise. Jetzt ohne Baby Yoshi. Es tut mir leid. Was soll Igluckluck heißen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe einfach nicht, was dieses Spiel von mir möchte gerade. Igluckluck. Oh Gott. Hoppala, Vorsicht. So, jetzt hier. Das Konzept ist doch relativ simpel. Einfach runterfallen lassen. Zack, zack. Mini-Pilz. Jetzt kann man mit dem einfach hier... Das ist so komisch, dass er so die Wände runterläuft. Das ist so richtig... Das sah halt irgendwie ultra verbuggt aus, fand ich. Als ob er Wasser hochlaufen kann. Willst du mich trollen? Ja, klar. Auch direkt die nächste Starcoin. Aber bitte sag mir nicht, dass ich für jede einzelne Starcoin... Also den Wandlaufen finde ich komisch. Das finde ich total... Das fühlt sich irgendwie an wie nicht gewollt. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht für jede Starcoin. Alter, hat er mich gerade gerettet.
Für das Dark Coin so ein Ding, warte mal ganz kurz. Hat man gesehen hier mit anhand der Blöcke. Hup. Als ob er die Palme hochgelaufen ist. Habt ihr das gesehen? Ah, ist er doch nicht, hä? Ich bin verwirrt. So. Dieses Laufen, ne? Das ist so schlimm. Moment, warte mal. Oh, die gehen gar nicht kaputt dadurch. Okay. Das hier bringt mir nichts, ne? Vorsicht vor dem Zeug. So, den Koopa brauche ich mal. Der räumt da unten jetzt fett auf. Perfekt. Perfekt gemacht. Und wenn hier der letzte Starcoin drin ist, dann brauchen wir gar nicht den Mini-Pilz dafür. Ah, perfekt. Perfekt. Simples Ding, hat gerade gut geklappt. Ich glaube, mit dem Koopa, da kann man auch Pech haben mit dem Timing. Bei mir jetzt einfach zufälligerweise. Moment mal. Moment mal. Hier geht's ja doch noch weiter. Mann, was ist das denn? Dieser Mini-Pilz. Ich meine, sie nutzen ihn ja immer in den Leveln, wo es ihn auch gibt. Aber ich möchte ihn nicht mehr haben. Danke, ciao. Oh, lass mich hier weg. Lass mich hier weg. Moment mal, warte mal. Ja gut, Münzen sind mir jetzt nicht so wichtig. Ja, die Red Coins kriegen wir nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich rieche das... Schön, das Ziel. Oh, Schnapszahl. 199, also ne, die 99. Ich glaube, das haben wir auch zum ersten Mal im Let's Play, ne? Hey! Jetzt kriegen wir was von Toad zum Geburtstag, hä? Tausend Dank für deine Hilfe. Danke. Das unnützeste Item überhaupt. Im Spiel, finde ich. Naja, gut. Also zumindest für diesen Inventarbildschirm. Gut, aber das soll es gewesen sein von NSMU für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein, wo wir diese Welt hier abschließen. Und ja, mal gucken. Vielleicht auch sogar schon mit der nächsten anfangen. Bis dahin, macht's gut. Haut hinaus. Und... Ciao.